Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute gibt es wieder ein Food Haul. Es ist jetzt Dienstag und ich war gestern schon beim Netto und habe ein paar Teile gekauft und ich habe es einfach nicht für euch gefilmt und habe jetzt ein paar Teile wieder rausgekramt, damit ich euch die noch zeigen kann. Und ich war gerade beim Edeka und habe noch ein paar Sachen gekauft und ich dachte, ich zeige euch das mal. Es ist wieder nicht so ein typischer Wocheneinkauf, also nicht so typisch von Brot über Joghurt über was gibt es die Woche an Fleisch und so weiter. Ein bisschen anders, aber ich werde ein bisschen was dazu sagen. Und wir starten auf jeden Fall mit den Sachen vom Netto. Da geht es tatsächlich mit Brot, Joghurt und Gemüse los. Ich habe einmal diese Sandwichscheiben hier beim Netto gekauft. Wie ihr seht, da fehlen auch schon einige. Loco und ich hatten heute beide welche mit zur Arbeit. Und ich hatte mir ein bisschen mehr gemacht, weil ich auch für Mittag das eingeplant hatte. Habe vielleicht die relativ schnell aufgegessen, aber ja. Genau, da habe ich einmal so einen Toast mitgenommen. Ich wollte auch ein anderes Brot, aber ich wusste dann irgendwie auch nicht, wie sich das jetzt alles irgendwie entwickelt diese Woche. Weil wir auch geplant hatten, eigentlich am Wochenende weg zu sein. Und das fällt jetzt aber aus. Und deswegen, im Nachhinein betrachtet, hätte ich auch mehr Brot kaufen können. Aber gut, wir haben jetzt einfach nur erstmal dieses Toast. Dann habe ich gekauft eine Zucchini beim Netto, weil ich gerne die nächsten Tage, ich glaube morgen oder so, auf jeden Fall Möhre, Paprika habe ich glaube ich nicht mehr, aber Möhre habe ich noch ganz viel, will ich als Ofenmöhre, Ofengemüse, gerne im Ofen machen. Und ich möchte dann gerne auch dicke Zucchini-Scheiben mit in den Ofen. Und ich habe ja von Just Spices ein cooles Zucchini-Gewürz, das würde ich dann gerne benutzen. Genau, an dieser Stelle nochmal, mir ist aufgefallen, ich sollte das vielleicht öfter mal kommunizieren, mit meinem Code JustShoomsMaus. Schreibe ich euch auch unten in die Infobox. Damit könnt ihr manchmal coole Rabatte bekommen. Da werde ich dann aber, mache ich auch immer Werbung dann bei Instagram oder so. Oder aber ihr benutzt den Code einfach ab 20 Euro, um mein Hähnchengewürz, das Hähnchengewürz, gratis dazu zu bekommen. Also ja. Wenn ihr sowieso bei Just Spices bestellt, dann benutzt doch einfach gerne meinen Code JustShoomsMaus. Und dann bekommt ihr, wie gesagt, das Hähnchengewürz ab 20 Euro Bestellwert gratis dazu. Das wollte ich euch schon mal gesagt haben. Oder öfter mal so, weil ich mir vorstellen kann, dass vielleicht einige von euch da auch mal gerne bestellen. Und wenn es coole Rabatte gibt, dann habe ich mir vorgenommen, dass ich jetzt auch mal öfter ein bisschen darauf hinweise. Weil es ja für euch auch ganz cool, wenn ihr dann auch Bescheid wisst. Ne? Genau. Also auf jeden Fall wollte ich das Zucchini-Gewürz gerne ausprobieren. Das habe ich nämlich noch nicht in Action gehabt und würde es gerne mal nutzen. Dann habe ich Kerrygold-Butter gekauft. Die war reduziert, glaube ich, auf 1,99, meine ich. Ich weiß gar nicht, ob ich schon jemals Kerrygold hatte. Und habe die ganze Zeit überlegt, ist die gesalzen oder ist sie nicht gesalzen? Ich konnte es nicht lesen. Also ich habe es nirgendwo gefunden. Und bin jetzt gespannt. Aber die wird... Nee, da steht nicht. Nichts von gesalzen. Ich bin gespannt. Die wird wohl schmecken. Dann habe ich beim Netto noch Joghurts gekauft. Zweimal den großen Bauer mit Banane und Schokobällen. Den habe ich mir einmal schon mit auf die Arbeit genommen. Deswegen seht ihr nur noch einen. Den liebe ich ja wie Sau. Und dann zweimal den großen Bauer mit Erdbeer einfach nur. Der war 30% reduziert. Ist jetzt nur noch ein paar Tage gut. Und ich habe einen Joghurt mit zur Arbeit gegeben und einen kriegt er morgen mit zur Arbeit. Genau. Das war das. Dann habe ich Äpfel gekauft für so ein... Bergäpfel heißen die, in so einem 6er-Pack. Zwei haben wir tatsächlich auch schon gegessen, die sahen auch gut aus. Bei dem einen sehe ich gerade, der hat irgendwie hier so ein zusätzliches Loch. Okay. Und der fühlt sich ein bisschen weicher, aber die anderen fühlen sich alle gut an. Also hat auch sehr lecker geschmeckt bisher, muss ich sagen. Von daher, sehr gut. Und was ich auf jeden Fall auch beim Netto gekauft habe, ist hier so ein 700-Gramm-Pot mit Heidelbeeren. Wobei ich sagen muss, qualitativ sind die nicht, natürlich nicht so geil wie die, die wir im Sommer gegessen haben. Aber der Kleine isst die trotzdem ganz gerne mal. Und wenn ich merke, es wird weniger mit ihm, dann friere ich die einfach ein und dann ist es auch gut. Genau. Das war Netto. Dann war ich, wie gesagt, beim Edeka. Und beim Edeka habe ich auf jeden Fall gekauft diese Tomaten. Ich habe 4 Dosen, aber ich zeige euch jetzt mal nur 2. Das sind diese großen Dosen. Ganz und geschält mit Tomatensaft. Und die habe ich neulich schon mal gekauft. Das ist schon eine Weile her, aber noch nicht so lange. Da habe ich, glaube ich, 3 Dosen gekauft. Und jetzt habe ich Tomatensuppe gemacht, gestern oder vorgestern. Und habe die aufgebraucht. Und deswegen habe ich 4 Dosen nachgekauft. Denn die gibt es nur beim Edeka bei uns. Und ja, weil ich da nicht ganz so oft hinkomme. Oder immer nicht dann hinkomme, wenn ich diese Dosen brauche, habe ich jetzt mal 4 auf Halte gekauft, damit ich Tomatensuppe machen kann, wann ich möchte. Genau.
ich finde immer so ätzend, wenn man dann diese kleinen Dosen ganz, ganz viele nehmen muss, weil man schon einige braucht, wenn man eine große Portion machen möchte. Dann war reduziert 5-Minuten-Terrine von Maggi bei den EDK auf 77 Cent. Da habe ich zugeschlagen. Da habe ich insgesamt 7 Töpfe mitgenommen. Und ich zeige euch jetzt auch mal welche. Also 5-Minuten-Terrine Kartoffelbrei mit Spinat. Davon habe ich gleich 2 mitgenommen. Das hatte ich nämlich schon mal und das hat mir, glaube ich, ganz gut geschmeckt. Dann habe ich Kartoffelbrei mit Creme Fraiche und Schnittlauch einmal mitgenommen. Nudeln in Spinat-Rahmsoße. Linsentopf mit Kartoffeln. Da bin ich sehr gespannt, wie das schmeckt. Kann es mir noch nicht so vorstellen, weil Linsensuppe oder so ist natürlich immer richtig lecker. Aber ja, bin gespannt. Dann einmal 5-Minuten-Terrine Gulaschtopf ungarischer Art. Das ist ganz okay, ist ganz lecker. Aber da weiß ich, dass der von Knorr besser ist. Aber wenn es im Angebot ist, nehme ich das auch mal mit. Und Nudeln in Rahmsoße. Das ist ganz lecker eigentlich. Genau. Die habe ich alle mitgenommen. Die sind halt praktisch, um die auf der Arbeit zu haben, weil ich ja offiziell keine richtige Mittagspause habe, sondern ja, ich esse was, aber esse das halt am Platz und entferne mich auch jetzt nicht und eigentlich auch eher weniger als mehr, sage ich mal. Also ich arbeite meistens weiter, während ich esse. Von daher ist es okay, aber ja, da ist es halt ganz nice, wenn man so 5-Minuten-Terrine hat und sich nicht großartig Gedanken machen muss und so. Genau. Dann habe ich mitgenommen einmal Putenbrust. Ich muss sagen, ich hatte keinen Einkaufszettel. Ich war völlig aufgeschmissen, bin so durch die Gänge geirrt. Und ich wusste genau, ich brauche auf jeden Fall irgendwie 2-3 Sachen. Und ja, der Rest hat sich so ergeben. Genau, habe einmal Putenbrust noch mitgenommen, weil ich nicht mehr so viel Aufschnitt habe, glaube ich. Und deswegen, ja, einfach fürs Brot. Dann habe ich einmal Nürnberger Rostbratwürste mitgenommen. Die wollte ich eigentlich heute Abend machen, aber der Mann ist nicht so begeistert davon. Ich habe jetzt überlegt, dass ich heute Abend die Schnitzel mache, die ich neulich gekauft habe, die ich neulich nämlich schon nicht gemacht habe. Und ja, dass ich die dann erstmal noch beiseite packe. Vielleicht gibt es die, wenn er nicht da ist. Ich habe nämlich richtig Lust drauf auf so kleine Bratwürste mit Kartoffelbrei und brauner Soße und ein bisschen Gemüse dazu. So richtiges Kindheitsessen irgendwie. Habe ich richtig Hunger drauf. Aber wir haben halt auch noch Schnitzel und ich glaube, ich überrasche ihn und es gibt Schnitzel. Ja. Dann habe ich hier so einen Grill- und Kaminanzünder gekauft. Anzündhilfe mit Holzwolle, bla bla bla, keine Ahnung. Das ist der weiße, der ist, glaube ich, am schlechtesten für alles. Also für, was weiß ich, Umwelt, Kamin, sonst was. Aber Leute, erstmal ist es eine große Packung irgendwie. 64 ist, glaube ich, schon die doppelte Packung. Und der brennt halt am besten. Und das Feuer und ich, wir sind ganz oft keine Freunde. Also es dauert bei manchmal 4, 5, 6 Anläufe, bis unser Feuer an ist, obwohl ich schon Anzündholz benutze. Und mit dem Kleinen, ich habe halt auch keine Lust, die ganze Zeit dabei zu stehen irgendwie, ne? Und immer wieder zu gucken, oh, ist es jetzt aus? Ist es jetzt aus? So, und deswegen freue ich mich halt über die und deswegen habe ich die mitgenommen. Wahrscheinlich kriege ich gleich eine Standpauke. Der Mann, der mag die nämlich überhaupt nicht. Wir haben immer so eine braune irgendwie und am liebsten welche, die so ein bisschen aussehen wie so ein Spaghetti-Nest. Keine Ahnung. Don't know. So, Schokolade war im Angebot. Milka, Meine Mama hat, glaube ich, gesagt, die große war auch im Angebot, das habe ich nicht gesehen. Aber die kleine für 79 Cent und ich musste wieder zuschlagen und ich habe mich auch schon wieder zusammengerissen, muss ich sagen. Ich habe 2-mal Milkaloo mitgenommen, ja, nur 2-mal und 2-mal Kuhflecken. Es ist einfach schlimm, ich bin nach wie vor auf dem Schokoladentrip und meine Haut findet das scheiße, mein Doppelkinn findet das scheiße, die Waage frage ich gar nicht, wie sie das findet. Aber es ist im Moment, ich brauche das ab und zu, oft, regelmäßig. Und wenn das nun mal die Phase in meinem Leben gerade ist, dann gönne ich meinem Körper, oder was, gönne ich meinem Verlangen das auch. Es kommen auch wieder andere Phasen und da bin ich im Moment ganz entspannt mit. Genau. Dann habe ich Eistee gekauft. So viel zum Thema ganz entspannt mit meinem Körper. Da habe ich diesmal diesen Edeka-Eistee genommen, 2-mal Zitrone. Vom Preis her so ein Mittelding halt zwischen dem günstigen und meinem Lipton-Eistee. Deswegen habe ich das genommen. Ich kann einfach im Moment, ich mag keinen Lipton-Eistee kaufen, wenn er nicht im Angebot ist. Das blutet mir das Herz, wenn ich sehe, dass eine Buddel 1,70 Euro kostet. Hält bei mir zwar super lange, aber ich weiß nicht. Und im Vergleich zu dem, was ich euch jetzt zeige, ist es auch total schwachsinnig, was ich sage. Das sind Durstlöscher, 500 Milliliter, auch Eis, auch Pfirsich natürlich, Zitrone. Und die kosten, glaube ich, 59 Cent das Stück. Und in meinem Eistee sind ja, wie viel ist da drin? 1,5 Liter? Oder 1,25? Ich glaube 1,5. So, also wenn man sich das mal hochrechnet, ist der auch jetzt nicht unbedingt viel teurer. Aber ja, keine Ahnung.
So ein, ich weiß nicht, so ein Durstlöscher für 59 Cent. Ich kann es euch nicht erklären. Irgendwas ist in meinem Kopf durcheinander, was sowas angeht. Von Arizona habe ich mir auch so einen Lemon-Eistee mitgenommen. Der war im Angebot. Wobei der, glaube ich, auch 99 Cent gekostet hat. Auch für 500 Milliliter nur, ne? Das ist eigentlich auch schon wieder krass. Aber dafür, dass er sonst mehr kostet, ist es halt dann auch schon wieder günstiger. Und ja, ab und zu gönne ich mir den halt mal, weil ich den auch echt lecker finde. So, dann wird es jetzt nicht so viel spannender. Ich habe noch einmal Löffel mitgenommen von Fackelmann. Das sind 6 Stück für 1,99. Das ist ein guter Kurs. Und das sind halt so Löffel, die wir immer haben, um Ei zu essen. Also ich mag nicht so Ei, aber Mirko isst damit sein Ei. Und auch Joghurt und sowas alles. Und die werden immer weniger bei uns, habe ich das Gefühl. Und ja, die bekommt er jetzt noch zu Weihnachten. Als kleines Gag-Geschenk, sage ich mal, bekommt er die für 2 Euro noch mit dazu. Dann habe ich noch einmal Riesenknallerbsen mitgenommen. Für 3,99, glaube ich. 40 Knallerbsen. 40 Teile, 40, keine Ahnung. Keine Ahnung. Ich habe gedacht, ich kaufe schon mal was für Silvester, denn das könnt ihr finden, wie ihr wollt. Ich bin definitiv Team Feuerwerk. Zu 200%. Ich finde es eine Unverschämtheit, dass kein Feuerwerk stattfindet. Ich finde, es muss erstmal an anderen Enden gespart werden, was Umweltverschmutzung angeht, bevor man sowas wie ein Silvesterfeuerwerk verbietet. Da bin ich leider der Meinung. Und ich finde, also es gibt mir persönlich ganz viel und ich finde das schön, dass man das alte Jahr mit einem Feuerwerk verabschiedet. Ob dieses Geböller sein muss, mit einem China-Böller, das muss meiner Meinung nach eigentlich nicht sein, von mir aus. Wenn sie sagen, sowas verbieten die, was ich jetzt gekauft habe, okay, aber Feuerwerk muss meiner Meinung nach sein. So, das war mein Statement dazu. Mir tun alle Hunde und Katzen und ich weiß nicht, was für Tiere tun mir wahnsinnig leid. Und ich, es wäre schön, wenn die nicht so leiden würden. Das ist natürlich total blöd. Aber, So, ich musste kurz mal eben den Kleinen rausschmeißen. auf jeden Fall bin ich definitiv Team Feuerwerk. Und freue mich auch wahnsinnig, weil ich das Gefühl habe, dieses Jahr wird es Feuerwerk geben. Und ja, genau. Wir werden Silvester dieses Jahr mit den Kindern verbringen. Und ich freue mich schon drauf, weil wir dann immer Party machen und hier alles schmücken und dekorieren. Und die Kinder haben Glitzer und Konfetti und sowas alles. Und ja, wir trinken alkoholfreien Sekt und so Robbie Bubble und so ein Kram. Und machen uns ein bisschen hübsch. Und ja, das wird schön. Da freue ich mich schon drauf. Ein letztes Teil noch, das wollte ich euch nicht vorenthalten. Klopapier habe ich gekauft. Ganz schlichtes, alles Klopapier. Das war auch das letzte Teil. Wie gesagt, es war jetzt nicht so wahnsinnig. Aber doch ein paar Schnapper dabei hier mit den 5-Minuten-Terrin. Normale Maggi-Produkte sind auch alle reduziert diese Woche auf 44 Cent. Also wer jetzt am Wochenende nochmal hin will, schnappt noch zu. Und wie gesagt, Milka auch 79 Cent. Ja, genau. So, ich werde das jetzt alles schnell verräumen, denn da muss ich Essen machen. Und ich hoffe, dass euch dieses Video gefallen hat. Wenn ja, freue ich mich wie immer über ein Däumchen nach oben. Und wünsche euch jetzt ein wunderschönes Wochenende. Macht's gut, ihr Lieben, und bis zum nächsten Mal. Tschüss.